Auch in einem Jahr wird das pilotierte Fahren bei Audi ein Top-Thema sein. Neben den technischen Entwicklungen in diesem Bereich wird Audi auch die ersten Schritte gegangen sein, um das Vertrauen der Menschen in die Technologie zu stärken. Wir bei Audi haben die Beyond-Initiative etabliert. Es ist ein Netzwerk mit Experten zu diesem Thema. Und unser Ziel ist es, dass wir das pilotierte Fahren im Sinne der Gesellschaft einführen. In 7 Jahren wird das pilotierte Fahren bereits mehr Vertrauen in der Gesellschaft genießen, weil die Autos zunehmend auf der Straße sind und weil die Menschen Erfahrungen mit der Technologie gesammelt haben werden. Und mein persönliches Ansinnen ist es, dass wir eine angemessene Erwartungshaltung in der Gesellschaft generieren, sodass deutlich wird, in welchen Situationen das automatisierte Auto übernehmen kann und in welchen Situationen der menschliche Fahrer weiterhin gefragt ist. In 20 Jahren, das ist meine persönliche Vision, wird das pilotierte und das autonome Fahren gesellschaftlich voll akzeptiert sein. Für Audi wird sich zeigen, dass es richtig war, früh und konsequent auf das Thema zu setzen. Und aus gesellschaftlicher Perspektive ist meine Vision, wird deutlich werden, dass das automatisierte und autonome Fahren nicht nur ethisch angemessen, sondern gar ethisch geboten ist, weil es den Verkehr auf unseren Straßen deutlich sicherer machen wird.